So, da sind wir wieder. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob der Waschbär noch zu uns gehören möchte. Das Huhn ist auf jeden Fall Staatsbesitz von mir. Habe ich jetzt so spontan entschieden. Willkommen zu Minecraft, wo ich hier meine Ansprüche schon stelle, wobei hier mein Staat nicht mehr fertig ist. Es ist schon gerade abgehauen. Frech. Das ist Landesverrat. Ne? Kommst du nicht hoch, hä? Geh weg. Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Scheiße. Ja, Frieden. Komm, Frieden. Frieden, Brudi. Ich habe Frieden gesagt. Du hast mein Friedensangebot mit einen schmutzigen Händen zerstört. Doch rein da. Hey, wir sind hier mit der alten Mauer, oder? Stimmt, hier ging das mit der Optimalisierung der Höhe schon los. Da können wir schon mal anfangen, hier anzuschließen. Ja, der Abschnitt muss höher sein. Definitiv. Ist ungefähr hier. Dann wird der hier noch weiter erhöht. Ich esse ein Brot. Das ist eigentlich ganz gut. Und da geht der letzte Stack auch weg. Bäh. Ah. Oh. Das ist, ich brauche nur eine Spitzhacke. Hör mir gerade auf, wenn ich gerade meinen, wenn ich gleich meinen will. So eine Spitzhacke ist das ziemlich doof. Dann wird jetzt ein Block geopfert. Tut mir leid. Oh. Ah, ja, gut. Was war's dir so erstmal davon? Gehen wir mal back home und bessern unser Schienensystem aus, nachdem ich hier auch meine Spitzhacken gemacht habe. Habe ich eigentlich? Nee. Dazu kurz eine Diamond Pickaxe. Wir haben 16 Eisen dazu bekommen und ein bisschen Kohle. So. Haben wir mal hier. Haben wir drei Stück. Zack, zack, zack. Ui. Die kommen alle hier hin. Bisschen Food. Ja, ein bisschen Steak mit. Ne, du machst das schon. Vielleicht können wir den Eingang hier noch verschönern. Irgendwann mal. Wir müssen jetzt mal noch geradeaus fahren. Die zwei Powered Rails dahin bauen. Und weiter geht's.
Vielleicht schafft ich sie zeitlich dahin zu bauen. Ah! Voll vergessen, dass es hier noch weitergeht. So, perfekt. Genau wieder da. Zurück. Ah, ne, also ich kann ein großes Quadrat machen, fällt mir gerade auf. Bevor wir hier weiter buddeln. Keine Schiene bewegt. Boah, perfekt. Alles schon vorbereiten, muss man nur noch einsetzen. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gold. Yeah. Yeah, Gold. Gold ist gut. So viel Gold ist noch viel besser. Ja, damit. Da geht's weiter mit Gold. Gold, 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 Gold. Und wo ist denn eigentlich dieses. Das ist auch so wie ein Dungeon. Ah, der ist geradeaus, ne? Das Quadrat. Bauen wir erstmal hier ein bisschen weiter und dann versuchen wir das Quadrat zu machen. Oder das Rechteck eher. So, das reicht. Hier noch jetzt tiefer in die Erde bohren. Ja, Kupfer will ich jetzt unbedingt nicht. Gehen wir mal zurück. Und fahren dann los. Wenn es natürlich da nicht so weitergeht, wie es sein soll. Können wir einfach hier Shortcut nehmen. Den Bruder stellen wir mal um. So. Hoffentlich wird das klappen. Können wir gleich aussessen. Dann haben wir auch keine verwirrenden Gänge. Da war so ein gigantischen Loop. Das ist einfacher später, wenn ich dann irgendwann mal wieder zurückkomme in der Zukunft und lange Zeit nicht hier unten gewesen bin, dann weiß ich, okay, verirren kann ich mich nicht. Das Ding fährt ja im Kreis. Giga-Brain-Idee. Redstone, ui. Gut, dass wir hier reingegangen sind, weil hier gibt's Redstone. Und Redstone ist wichtig für unser Fortschreiten des Schienensystems. Das Loch können wir schön mit Holz ausfüllen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hat auch was.
Vielleicht, wenn wir die Mine echt wirklich komplett haben, dass wir dann wirklich Zäune noch bauen und das hier so ein bisschen, ne, wie bei den Standard-Minecraft-Schächten. Und den Hauptschacht, der zum Mittelpunkt da führt, den könnten wir vielleicht noch vergrößern. Also, dass wir nur eins breiter und eins höher gehen. 4x4. Oder sogar größer, 5x5. Das ist ja eigentlich der Main Entrance. Und die Sammelstelle können wir auch vielleicht noch verschönern, aber das ist alles nur so. Naja, wir haben echt viele, viele Ideen, viele Projekte, die wir hier umsetzen können, sollen, müssen, dürfen. Ja, lange. Es dauert noch ein bisschen, bis wir da sind, ne? Hehe. War doch nicht. Noob. 1, 2, 3, 4, 5. Nervig. Aber können wir ja später testen. Also 3, 4, 5. Ah, perfekt, ja, das klappt auch so. 1, 2, 3, 4. 5. So geht's auch. Dass wir das erstmal rushen hier. Und uns das hier eigentlich generell schöner machen. Zeit 3. Lapis Lazuli, geil. Ich farm dich gleich, Lapis, warte. Mach hier gerade noch. Ne, so, jetzt bist du dran. Gib mal her. Du bist auch perfekt hier im Schacht gespawnt. Das mag ich. Appreciate ich. Gib her, so. Ich brauche mal das Holz nicht machen, weil es wird ja eh doch höher gemacht. Jetzt mal wieder zurück. So, eins. Zwei, drei, vier, fünf. Bauen wir jetzt noch mal ein bisschen geradeaus, so. Und da ist der Loop auch fertig. Geil. Bin schon bei der Hälfte fast. So, jetzt aber. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Sprich hier. Ein Baby-Zombie. Ganz nah. Da geht die erste Spitzhacke flöten. Ja, die sind alle rechts von mir, ich weiß. Ja, ich höre euch ja. Schnauze jetzt. Mann. Ja,
Und hier, was mir noch eingefallen ist, wenn ihr Ideen für ein gutes Texture Pack habt oder ein Resource Pack, dann schlagt's vor. Ich schaue es mir an oder probiere es eine Folge aus. Und dann weiß ich, können wir das Spiel ein bisschen interessanter aussehen lassen. Wobei, standardgrafisch mit Shader ist immer am besten, aber ich weiß halt gerade nicht, wie der Shader laufen wird. Da muss ich nochmal nachgucken. Nicht. Hi. Eisen. Woo! 3, 4, 5. Ah. Sehr schön, dass wir Eisen gefunden haben. Lohnt sich immer wieder neue Orte auszubuddeln. Ich sag's, wie es ist. Eisen 3, 4, 5. Nice. Dann müsste ich aber gleich zurückfahren. Oder wir gucken, dass wir das mit dem Schachter gleich passt. Und entweder unter oder über mir ist was echt Komisches. Seht ihr das? Dieses große Etwas. Da geht der erste Stack flöten. Also Schienen werden echt schnell verbraucht. Falsch. So. Wann ist 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Jetzt habe ich dieses rote Etwas, was ich hasse. Man. Ich mag der nicht. Ich hasse das. Was ist das nochmal? Granit, oder? Granit. Haut sich aber wenigstens schön schneller. Hier ist noch was. So, perfekt. Dieses Cave-Sounds. Ah, ich krieg schon Angst. Warum ist Minecraft so spooky? Und diese alte Geister damals in diesem Minenschacht? Alter. Krise. Was? Oh mein Gott! Also. Acht Diamonds!
Und da noch Eisen! Alter, geiles Game, das Game gönnt aber sowas von. So ein Baba-Game. Echt, boah, geil. Geiles Game. Jetzt das Ding nur, wir müssen hier weiter, ne? Verdammt. So. Vielleicht bauen wir noch hier ein bisschen was ab. Vielleicht wollen wir noch was? Nö. Nö. Aber ist okay. Das Spiel hat genug gegönnt. Dann, mein Vorschlag ist, wir nehmen hier die Kurve. Ne? So. Und das vielleicht noch hier ein bisschen runterbauen. Hinten, ah, okay. Da geht's zum Lava-Dingsbums, wo ich war. Auch cool. Hier die Kurve. Und hier unsere Powered Rail hin. Und gehen dann zurück. Ja, gut. Boah, geil. Beste Idee ever. Das Minecart habe ich, ne? Ja, können wir auch gleich die Strecke testen. Oh, ich sehe gerade, wie wir ziehen. Habe ich mich gerade so gefreut von den Diamonds. Ja, nächste Folge machen wir unsere nice Gigastrecke zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Einfach 8 Diamonds. 8 Diamonds. Geil. Richtig produktiv. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Kommentar. Bravo, echt ehrenvoll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ui.